möchte jetzt Jansky gucken. Ich will wissen, was Jansky gebaut hat. Let's go. Mama, Leute, und willkommen zu... Warum macht Janskys Intro? Ich bin einfach immer noch traurig, dass da keiner mehr die Intros macht. Mama, Leute, und willkommen zu diesem Video. Moin. In der heutigen Folge werden Dive-Bombs gezündet. Oh. Bro! Yo. BMWs drehen sich. Nein. Oh. Und Sascha fährt zum ersten Mal ACC. Gibt's ja nicht Regenreifen? Okay, bei dir. Scheiße. Wo kommt der denn jetzt her? So ein Ding gehört eigentlich in jede Compilation rein. Weil es ist einfach immer noch das Schönste und Witzigste, was passieren kann. Auch wenn es für alle beteiligten Fahrer absoluter Scheiße ist. Aber ich feiere das immer, wenn aus dem Nirgendwo irgendeiner kommt und dann so... Und weg ist er. Ist irgendwas passiert, dass sie alle solche Autos fahren? Ach so, war ja Off-Season. Stimmt. Lights out and away we go. Wie green, green, green. Lol. Wie geht das denn jetzt los? Ist das ein Bug? Das kann jetzt schon los. Okay, ACC. Ja. Was soll ich machen? Die Kackkarre lockt ab. Die Scheißkarre hat einfach einen Lock, aber ich kann da nichts machen. Gebremst, die Karre fällt kaputt. So eine Dreckskarre, ey. Ja, Mann. Usman macht einfach einen... Oh, tät sie auf. Oh, lass mal Spinning Simulator machen. Tät sie auf. Mann, Kackkarre, ey. Warum kommt jetzt nicht mein Kopf rein, dass ich jetzt sie auch hab? Mal langsam. Ich lasse die Drücke mal so, weil wenn es regnet, dann brauche ich ein bisschen mehr Druck. Gibt's ja nicht Regenreifen? Es gibt Regenreifen. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir fahren. Trockenreifen. Okay, die haben alle Regenreifen drauf. Ich bin am Arsch. Ja, nee. Also, wenn, 21 Menschen sich für Regenreifen entscheiden, könnte es eventuell ein Problem sein, der eine zu sein, der keine Regenreifen fährt. Aber man kann es ja mal probieren. Eventuell hat man ja einen Fünf-Head-Move, ne? Und alle anderen lagen falsch. Also wirklich, 21 Menschen haben definitiv die falsche Entscheidung getroffen. Und deine Entscheidung wäre definitiv die bessere gewesen. Wir kennen es alle. Wir kennen es alle. Das hat jeder von uns schon mal gemacht. Jeder. Jeder hat diesen Move schon mal. Ah, die haben alle keine Ahnung. Ich mach das anders. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Oh nee, das ist peinlich. Das war eine richtig beschissene Entscheidung. Oh Mann. Vor allen Dingen mit dem Cup. Okay, lass uns, ist egal. War ein Experiment. Nehmen wir so mit. Scheiße. Ja gut. Nein, warum? Mann. Nope. Ja. Mein Gott. Ich dachte, der zieht zurück. Eieiei. So. What? Moment. Ja. Mein Gott. Wo soll der denn hinziehen? Wo soll der denn hinziehen? Soll der den Anker hinten rausschmeißen? Also, soll der stehen bleiben? Ich dachte, der zieht zurück. Ja, also, gut. Kann man eventuell machen. Muss man aber nicht. Wo will der denn hin? Oh ja. Ich dachte, der zieht zurück. Das ist immer so geil bei Content-Creatern und da gehöre ich selber auch mit dazu. Du hast eine Situation, die passiert und du nimmst sie, währenddessen du fährst, nimmst du die ganz anders wahr. Ich würde wirklich mal einen Arsch drauf verwetten, dass er das Auto gar nicht da gesehen hat, wo es eigentlich ist. Sondern für ihn war er selber gefühlt noch weiter außen und der hätte so vielleicht, ne? Das ist echt, das ist wirklich sehr witzig, wenn man sich das anguckt, wie die meisten beim Fahren eine andere Wahrnehmung haben, als wenn sie sich im Nachgang nochmal angucken. Deswegen ist es immer super wichtig, guckt euch eure Replays an. Weil daraus lernt man. So, siehste. Also, Premium-Rennen. Oh, mein Gott.
Premium-Rennen. Was? Junge, mit dir nicht in Ordnung. Ja, natürlich. Du Geiernase, Alter. Du Geiernase, was ist das? Du Geiernase. Komm, mach mit deiner was. Junge, warum geht die Fähre nicht nach hinten? Was ist los mit ihm? Ach man, was ist denn los hier? Warte mal kurz. Ich sehe ja gerade was. Moment. Sehe ich da eine VRS-Wheelbase? Und ein Fanatec-Wheel? Mit einem Adapter? Okay. Okay. Ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da war ja der Adapter schon teurer als das Wheel selber. Ist das nicht gut? Kann man sich drüber streiten? Ich würde jetzt persönlich von der Wertigkeit her das Wheel da nicht ranhängen. Nee. Also ich persönlich jetzt. Ich würde das da nicht ranmachen. Weil wenn ich die Wheelbase schon verkauft habe, dann hätte ich auch das Wheel mit weggegeben. Vor allen Dingen, weil die Adapter dafür gar nicht mal so günstig sind sogar. Also die Adapter kosten über 100 Euro. Wenn man das Wheel mitverkauft, könnte man sich nachher am Ende schon fast ein neues, anderes kaufen. Deswegen wundert mich das immer, dass Leute das so adaptieren. Weil es kostet ja halt alles Geld. Hätte man auch anders lösen können. Ich meine, jeder soll am Ende fahren, wie er mag und wie es am besten für ihn passt. So. Wie gesagt, ich persönlich würde das jetzt nicht machen. Und nicht aus dem Grund, weil ich diese Firma hasse, sondern weil ich persönlich würde jetzt mal sagen, dass dieses Wheel nicht an diese Wheelbase gehört. Ja. Aber gut. Oh, oh. Oh, einfach hinten rausgeschoben. Wild her. Oh, hinter mir als Sohn. Oh mein Gott, das ist alles so. Und ich bin rechts davon vorbei. Ich bin hinter dir, Marco. Warte mal, jetzt. 3 Oktaven höher? Okay. Rouge wird auch interessant. Wow, mein Auto ist. Oh nein. Achtung, da sind alle tot. Oh. Rouge. Ja. Bist du lebten? Nee. Lebst du? Ich konnte gar nichts machen. Oh Mann, ich konnte gar nichts machen. Einfach das Auto, was mir halt Spaß macht. Weil ich kann parken nicht, hä? Mein Gott, Alter. Classic Bro. Ach, Pro Series. Ja, auch. Yo, you wanna see some real speed? Yo. Wait, what? Das war Pro Series? Nee. Oh, der Fuck. Aus Ryan? Bitte rejoin dich. Ich habe nur drauf gewartet, als ich ihn gesehen habe. Es war nur noch die Frage, wo. Das ist so geil auf Watkins. Irgendeiner geht rechts weg und du weißt einfach, nee, ja, du kommst sehr gut durch, aber die Mauer da draußen ist sehr rund und man prallt meistens nicht so gerade wieder ab. Aus Ryan? Bitte rejoin dich. Das ist so doof. Mann. Ich sag's auch noch. Ich sag's auch noch. Bitte rejoin dich und er rejoint. Mein Gott. Car on the left. Be on the left. Nein, nicht berühren, nicht berühren, nein. Und die erste Berührung. Das war's. Wann kommt die Rache? Oh, ich hab grad doch kein Gefühl im Fuß. Nein! What the fuck? Ist das krass. Oh, Freunds. Jungs, fahrt doch mit TC! Fahrt doch mit TC! Nein. Oh, wie haben wir den... What the fuck? Alter, wie sind wir dem Unfall bitte entgangen? Wie sind wir dem Unfall wieder bitte entgangen? Na, indem du indem du nach rechts gelenkt hast und dann wieder nach links. Hallo. Digga. Bro, also nee. Nee, da konnte ich echt nichts machen. Ich kann doch nicht mit einem M2 einen Porsche Cup im Apex anschieben und von hinten fast getötet werden, weil er immer noch nicht fährt. Unfall! Unfall! Ja, mein Schirm. Alter, 20 Minuten noch. Oh mein Gott. Also ich werde mich mit Instant Porsche kaputt. Ohne Witz, wenn das fühlt sich schon an wie 3 Stunden jetzt gerade. Alter, ist das langweilig. Also irgendwie im Training hat es mir Bock gemacht, aber jetzt finde ich es einfach nur langweilig. A few inches later. Gigantus Maximus Skala von der Langeweile. Also wirklich.
2 ist schon sehr langsam, das stimmt schon, ja. Also, da kannst du schon fast einschlafen. Gangbang! Alter! Egal, 13 Sekunden, 13 Sekunden. Unsere Lenkung ist nicht krumm, unsere Lenkung ist nicht krumm. Alter, was war das, Chat? Wir haben ja... Content Creator? Und auch hier möchte ich mich selber ermahnen. Content Creator haben ein kleines Problem. Sie wiederholen alles doppelt und dreifach, um Leere zu füllen. Bis sie den nächsten Gedanken im Kopf haben. Ich fühle mich gerade, weil ich das bei Noah... Schon, hab das ge... Ich fühle mich gerade ertappt, weil ich es bei Noah gesehen habe. Fuck! Fuck! Ich hab gar nichts machen können. Du hättest rechts fahren können. Wir haben ja gar nichts machen können. Jansky, richtig böse. Ja, killt euch. Ah, spitz. Easy, easy. Okay. Oh. Oh oh. Oh oh. Wir sind P3, Podium. Oh oh. Oh mein Gott. Bro. Yo. Junge, da muss ich mal kurz in den Rückspiegel schauen. Da muss ich mal kurz in den Rückspiegel schauen. Aber ging doch alles gut. Ja. Das war Croaky Lifestyle. Nope. No. Okay. Sehe schon, Offseason hat richtig Bock gemacht auf jeden Fall. Da ging einiges. Oh, was passiert hier? Alter, da kommen ja von überall Autos. Hallo, ich bin doch hier. Oh Gott! Was ist denn hier ja, los? Aber. Aber nur 5 Sekunden, Schaden. Oh mein Gott. Es tut einem immer so leid, wenn man das sieht. Weil man weiß, dass man das selber auch alles ständig macht. Und dann guckt man sich das an. Ich glaube, im Grunde genommen guckt man sich Crash-Compilations auch nur an, um sich ein bisschen besser zu fühlen manchmal. Um dann wieder auszumachen, sein nächstes Rennen zu fahren, um dann festzustellen, man ist eigentlich genauso blöde. Ich glaube, deswegen gucken wir Crash-Compilations. Für den kleinen Moment, wo man sich sagt, haha, mir geht's eigentlich gar nicht so verkehrt. Bis zum nächsten Rennen. So, Rizzo, da geht's jetzt weg. Zunächst den Tornado. Nein, das war so nicht geplant. Wirklich nicht. Nee, mach auf. Oh, no. Mach mal, Leute. Das war ich selber gerade. Kann ich das nochmal sehen? Blätten mit Ankündigung. Eieieiei. So, Rizzo, da geht's jetzt weg. Zunächst den Tornado. Die Blätten-Show morgen um 15 Uhr? Ey, Blätten, du kriegst das erste YouTube-Video. So, Rizzo, da geht's jetzt weg. Zunächst den Tornado. Meine Damen und Herren, morgen um 15 Uhr haben wir wohl was vor. Blatten kriegt sein eigenes Video. Mach mal, Leute. Ich weiß ja, wer morgen auf jeden Fall hier im Chat sein wird. Na, Blatten? 16 Uhr geht der Stream los, ne? Weiß Bescheid.